Ich weiß nicht, ob sich wer noch an Minamatic erinnern kann. Das war ein Waschmittel, das man in den 70er Jahren im Netto zum Kaufen bekommen hat. Mein Vater hat dann mal daraus einen Kinderzimmer Mistkübel gemacht. Den habe ich dann gefunden und habe mir mit buntem Papier überbiegt. Ich habe den Aufkleber hinuntergenommen, bin dahinter gekommen, das ist noch vorhanden. Habe das Ganze am Scanner draufgelegt, dann war die Schrift wieder umgedreht und habe den wieder in den Originalzustand versetzt. Der große Witz an Winamatic war, das ist nichts anderes als ein Persil oder ein anderes gängiges Waschmittel, der sogenannte Vorlauf. Dadurch ist es billiger. Und das Billigere hat man damals im Netto beworben mit dem schönen, schlichten Spruch: keine Fernsehwerbung und daher für Sie billiger. Und das klebte da unten in so einen kleinen Fernseher.